Moin Leute, ich bin das Lava und heiße euch willkommen zu einem weiteren Video zu Destiny. Auf geht's zu Banshee. Was hat Banshee für nächste Woche dabei? Was hat er quasi dabei, was wir diese Woche abholen können? Wie gut ist das Ganze? Das werden wir jetzt alles hier in der 30. Ausgabe der Waffentagslieferung sehen. So, Banshee hat erstmal für nächste Woche das Suros Ari 41er Automatikgewehr dabei. Das ist die Impact-Klasse wie Hartes Licht, Monte Carlo, Salo, Supercell. Das ist jetzt alles so quasi das Impact klassentechnisch, was auf das zutrifft. Dann haben wir hier Suros Ari 45er Modell. Das ist jetzt das Automatikgewehr mit der höchsten Impact Klasse, was man bekommen kann. Shadow Price, Suros Regime, also all das ist die höchste Impact Klasse, nur als Beispiel genannt. Dann haben wir hier das Suros PDX 41er Modell dabei und das 45er Modell dabei. Das heißt, wir haben hier eine schnell schießende Variante und eine langsam schießendere Variante, aber nicht die langsamste schießende Variante, sondern nur eine langsam schießendere. So, und wir haben die Osumu ER4 wieder dabei, also wie diese Woche. Wenn ich was empfehlen kann, dann definitiv das Suros Aris 41, die PDX 41er und 45er Modell, beziehungsweise ihr könnt auch das Automatikgewehr tauschen. Also die ganzen Suros Pakete würde ich mitnehmen, da man nur drei mitnehmen kann, würde ich auf jeden Fall sagen, entscheidet euch, was ihr halt eher spielt, was euch mehr interessiert. So, die Arminius D ist diese Woche als erster am Start, also was er im Angebot hat. Ich sag eins vorab, also die Versionen sind jetzt nicht unbedingt berauschend. Verstrebten Rahmen hat nur eine von den drei Versionen dabei. Leider ist die Perk technisch jetzt nicht ganz so stark. Rodeo und umzingelt ist jetzt nicht unbedingt das, was man auf der Waffe haben will. Jetzt haben wir hier eine Variante mit Feuerfokus, dadurch schießt ihr langsamer. Ihr kommt dadurch automatisch in die höhere Impact-Klasse, zum Beispiel zu der Monte Carlo quasi, im PvP, nicht im PvE, da im PvE ist noch immer ein gewisser Unterschied zwischen beiden Klassen, aber auf PvP bezogen. Die dritte Variante kann ebenfalls keine Stabilität erhöhen, also man muss sich gar nicht erst angucken, also komplett ohne Stabilität die Waffe zu spielen kann man quasi schon vergessen. Dann haben wir hier die Serenaya D, auf jeden Fall diesmal mit Perk-technisch sehr guten Rolls dabei. Fangen wir uns erstmal direkt an die mit Feuerfokus. Wie gesagt, beim Zielen schießt ihr langsamer, verursacht aber mehr Schaden pro Kugel. Dadurch wird die Waffe auch einfacher zu kontrollieren. Nur das Problem ist, da ihr durch das langsamere Schießen wird nicht ganz ausgeglichen, quasi durch den Impact. Dadurch kommt ihr Schadensklassen technisch pro Kugel höher, aber insgesamt, also DPS technisch, seid ihr drunter, also Damage pro Sekunde, seid ihr dann geringer dran. So, die Versionen hier, das ist auf jeden Fall eine Top-Variante. Wir haben hier, gut, leider nur Kleinkaliber drauf. Wir haben aber perfekte Balance drauf. Perfekte Balance sorgt dafür, dass der Rückstoß geringer wird und geradlinig wird. Also extrem sehr angenehm zu spielen, vor allem auch bei Automatikgewehren. Dadurch werden sie sehr einfach zu berechnen. Und wir haben Kontrolle der Massen drauf. Ein Kill machen, 5 Sekunden lang 15% Bonus-Damage haben. Dann haben wir jetzt hier noch die mittlere Variante, die hatte Sprühen und Spielen drauf, die hatte Ein-Mann-Armee drauf gehabt und die hat verstrebten Rahmen drauf. Also ich würde persönlich jetzt eher zur mittleren Variante greifen, weil sie einfach grundtechnisch sehr viel Stabilität aufweist. Dadurch habt ihr noch Sprühen und Spielen drauf, das heißt, wenn das Magazin leer geschossen ist, könnt ihr sehr schnell nachladen. Und Ein-Mann-Armee, Ein-Mann-Armee ist jetzt kein berauschender Perk, ihr müsst einen Gegner schnell killen. Und ihr dürft keine Assist drauf bekommen, also keiner darf ihn vorher anschießen. Erst dann wirkt der Perk und zweitens, der Perk ist jetzt nicht ganz so stark. Also diese Granatenabklingzeit und Nahkampfabklingzeit plus ist jetzt nicht extrem stark vertreten. Also jetzt nicht so zum Beispiel wie Grenadier. Grenadier merkt man stärker als ein Mann an ihm. Aber nichtsdestotrotz würde ich jetzt die mittlere Variante nehmen, weil sie spielertechnisch angenehmer ist zu spielen als die anderen Varianten. Was haben wir hier noch? Das Suros Dis 47. Jo. Perk-technisch schon mal nichts Berauschendes dabei. Injektionskurs erhöht die Stabilität leider nur extrem mager. Wir müssen hier anmerken, es ist ein Scout-Gewehr mit einer sehr hohen Feuerfrequenz. Und für den Nahkampf braucht man nicht sehr viel Stabilität, aber es ist halt ein Scout-Gewehr. Und Scout-Gewehre sind eigentlich schon darauf ausgelegt, dass man sie auf Range spielt, also auf mindestens mittlerer Distanz. Werdet ihr schon merken, dass euch die Stabilität fehlt und dadurch durch das Dauertiggern
einfach die Schüsse zu sehr verziehen und das ist schwieriger nachzukontrollieren, als wenn die Waffe grundtechnisch mehr Stabilität aufzuweisen hat. Wir haben jetzt hier eine vollautomatische Version dabei, die kann aber nur auf Reichweite gehen. Ich persönlich habe eine mit handgelagerten Schaft und kann dennoch across the map spielen, also mit sogar weniger Reichweite, als das Ding grundtechnisch hat, ohne Reichweitenverlust zu haben. Also was das angeht, ist bei Scout-Gewehren Reichweite für den PvP definitiv nicht sehr wichtig, weil ihr kommt in kaum eine Situation, wo ihr tatsächlich in Reichweitenverlust geratet, in der Regel mit einem Scout-Gewehr. Jetzt hier perktechnisch, ja, alle nicht unbedingt berauschend. Wir haben jetzt hier, die letzte Variante hat Sprühen und Spielen drauf, wir haben Injektionskurs drauf, wir haben Hammergeschmiede drauf, dadurch behaltet ihr die Reichweite, die ihr grundtechnisch habt, erhöht aber die Stabilität leicht und ja, spieltechnisch ist es dennoch, also für mich persönlich halt nichts. Also die Versionen sind jetzt relativ egal, ihr könnt eigentlich egal welche von den Varianten nehmen, die werden jetzt nicht unbedingt berauschend zu spielen sein, da gibt es definitiv bessere, es gab schon oft genug wirklich gute Rolls, was das Ganze hier betrifft, aber diese Woche leider nichts Berauschendes dabei gewesen. So, dann gucken wir uns die letzten beiden Waffen an. Die Uzuma RR4 wird auch nächste Woche dabei sein, diese Woche definitiv gute Rolls für das Verhältnis. Man muss hier natürlich anmerken, es ist ein Scharfschützengewehr mit einem geringen Impact, dadurch könnt ihr keine Revive-Kills machen. Aber es reicht definitiv aus gegen normale, also gegen Hüter, quasi die keinen super aktiv haben, der die Rüstung erhöht. Dementsprechend, ja, also ganz okay. Also jetzt nicht unbedingt meine Impact-Klasse, ich bin jetzt damit nicht ganz so der Freund von. Aber perktechnisch kommt sie auf jeden Fall mit definitiv guten Perks daher. Einmal haben wir hier fixen Zug. Fixer Zug verbessert minimal den Wechsel zwischen den Waffen. Also wenn man die Waffe quasi dann, man kann sie dann einfach schneller aufnehmen. Beziehungsweise, ja, wie kann man es, ist halt schwierig zu erklären. Also wenn man die Waffe zieht, dann wird sie, also es ist nicht wirklich sehr viel schneller. Das möchte ich jetzt nicht sagen, aber es ist auf jeden Fall ein Tickchen schneller und das kann im PvP einen gewissen Vorteil verschaffen, wenn man wirklich ein bisschen schneller die Waffe ziehen kann als der Gegenüber. Vor allem auch, wenn man häufig die Waffen hin und her wechselt, je nach der Situation, wie man sie nutzt. Des Weiteren haben wir jetzt hier noch Feuerball drauf, wir haben Injektionsguss drauf, wir haben ein ultraleichtes Visier drauf. Das ist quasi schon Nahkampfvisier, also sehr geringe Zoomstufe hat das Ganze. Und dadurch verbessern wir nochmal die Waffenhandhabung. Mit Injektionsguss haben wir eine schnellere Waffenhandhabung. Und wir haben noch unnachgiebig drauf, wenn ihr angeschossen werdet, verwackelt ihr geringer. Und das ist auch extrem wichtig bei einem Scharfschützengewehr, dass man sehr wenig verwackelt. Dadurch kann man das viel besser nachkorrigieren und auch einfacher Headshots landen im Dauerfeuer quasi. Die letzte Variante von der Uzuma RR4 hat letzten Ausweg drauf. Letzter Ausweg ist ein definitiv guter Perk auf Scharfschützengewehren. Aus dem einfachen Aspekt, wenn man halt Trials bzw. Gefecht spielt oder Bergung spielt und dort dann der letzte Hüter ist, hat man definitiv einen dicken Vorteil, was die Handhabung der Waffe angeht. Reload Speed wird geboostet, also ist darauf ausgelegt, dass man der letzte überlebende Hüter ist. Nur das Problem ist, man kann das halt nicht in jedem PvP-Modi nutzen, weil zum Beispiel Kontrolle, da spawnen die Leute schneller neu, als der letzte Ausweg aktiv sein kann. Und sich jetzt nur auf quasi Feuerball zu fokussieren, ist definitiv ein guter Roll, aber quasi die falsche Impact-Klasse dafür, für diesen Roll. Da gibt es definitiv wichtigere Scharfschützengewehre, die diesen Roll benötigen würden. Ich persönlich würde jetzt zu der Mittelvariante greifen. Wie gesagt, Feuerball, unnachgiebig und das kann man halt nonstop nutzen. Deswegen würde ich jetzt definitiv zu der mittleren Variante greifen, weil sie einfach auch perktechnisch bzw. spieletechnisch in mehr Situationen sinnvoll ist als die mit letztem Ausweg bzw. Lebenserhaltung, wird ja hier angezeigt. So, dann würde ich mal sagen, gucken wir uns das letzte Modell an, die Cocytus SR4. Ja, ganz schnell anzumerken, es ist kein guter Roll dabei, also es ist weder ein PvE-Roll dabei, es ist noch ein PvP-Roll dabei, den man definitiv empfehlen kann. Wir haben hier Kleinkaliber drauf, damit reduziert das Magazin um 2 Schüsse, also ihr habt dann nur noch 10 Schuss im Magazin. Oder ihr könnt vergrößertes Magazin hier bei der Variante spielen, dann geht ihr auf 16 Schuss hoch.
Ihr habt drittes Auge, das heißt, der Radar bleibt aktiv und ihr habt Icarus drauf. In der Luft habt ihr mehr Präzision, wenn ihr mit der Waffe aus der Hüfte schießt. Also jetzt nicht unbedingt berauschend, was das Ganze angeht. Hier nochmal fixer Zug. Wir haben hier Federmagazin drauf, also wir können Nachladegeschwindigkeit sehr stark boosten, dafür aber die Magazingröße reduzieren. Also jetzt nicht unbedingt berauschend. Ebenfalls drittes Auge drauf und wenn eine Super aktiviert, wird das Magazin aufgefüllt. Also jetzt auch nicht extrem berauschend. Also hier haben wir jetzt eine, in Anführungszeichen, etwas bessere Variante. Wir haben Schnappschuss drauf, dadurch wird das Zielen beschleunigt. Wir haben hier Kleinkaliber drauf, könnte man ebenfalls nutzen, um die Range und die Stabilität etwas zu pushen. Magazingröße wird etwas reduziert, was das Ganze betrifft. Und wir haben auch visiertechnisch Blitz AS4 drauf, also eins meiner persönlichen Lieblingsvisiere. Aber es muss natürlich jeder für sich selbst entscheiden, welche Visiere für ihn wichtig sind. Das hängt davon ab, was man für eine Spielweise bevorzugt. Des Weiteren haben wir Zen-Moment drauf. Zen-Moment verursacht bei jedem Schaden, den ihr den Gegner zufügt, also jede Kugel, die den Gegner trifft, reduziert ihr quasi euren Rückstoß, weil die Stabilität der Waffe wird erhöht. Dadurch wird in Anführungszeichen ein Dauerfeuer bei einer kurzen Zeit gewährleistet. Nur die Waffe schießt jetzt nicht unbedingt sehr schnell, dass man tatsächlich diesen Perk komplett ausnutzen kann. Es ist auf jeden Fall kein verkehrter Perk, aber auch kein Traumperk. Vor allem, wir haben auch Lebenserhaltung drauf, jetzt auch nicht einer der wichtigsten Perks, was die Waffe betrifft. Also es ist auf jeden Fall keine Top-Variante. Das Grundmodell der Waffe ist auf jeden Fall gut. Man kann es gut im PvE als auch im PvP nutzen. Man muss halt nur ja, quasi den richtigen Roll bekommen. Nur diese Woche ist er leider nicht dabei gewesen. So, das wär's auch schon an dieser Stelle. Ich bin raus. Vielen Dank fürs Zuschauen und man sieht in einem weiteren Video zu Destiny. Ciao, ciao.